Alrighty then, liebe Freunde, Gaming Tuesday. Wir spielen Slither.io. Ich habe mich mal unter die Schlangenbeschwörer begeben und dieses Spiel hier gespielt. Ist natürlich abgekupfert von Agario. Und ja, das Spielprinzip ist ganz einfach. Wir müssen versuchen, so wie hier, andere Leute gegen unsere Wand fahren oder sich schlängeln zu lassen. Das Ganze wirkt ein bisschen so eine Mischung aus Agario und Tron und ist auch ganz witzig. Und ja, ich frage mich halt aber nur, auf was für einem Feld wir hier fahren. Also das wirkt so, bupp, hat sich wieder einer bei uns hier reingeschlossen. Das wirkt eigentlich so wie so eine riesige Schlangenhaut da. Ja, und die Sache ist halt die, ich finde es wirklich schwieriger, hier hochzukommen als bei Agario. Ich meine, wenn hier Leute in einen reinfahren, dann ist es okay, aber das, was wir jetzt hier haben, das ist wirklich überhaupt nicht viel. Denn die Top-Listen, die man dort so oben rechts sieht, wie groß diese Schlangen sind, hier der Lilane, der gehört dann auch bei Weitem nicht dazu, ist wirklich ziemlich hart. Und tja, diese ganze Sache, ich weiß ja nicht, ob ihr es auch schon mal gezockt habt, was so euer Highscore ist. Ich werde den Highscore, den ich bisher hatte, am Ende des Videos verraten. Das war auch lustigerweise mein erstes Spiel, also mein zweites Spiel. Beim ersten Spiel wusste ich noch gar nicht, was man jetzt hier machen kann. Was ich zum Beispiel auch noch nicht hundertprozentig weiß, hier diese Dinge, die hier wie wirken, hier bubbt, ist er wieder in mich reingefahren, wie der Schnatz bei diese von einem wegfahren, wenn man die kriegt, ist das ein ordentlicher Boost wahrscheinlich. Also glaube ich zumindest. Wenn ich mich täusche, dann schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare. Aber ja, das habe ich noch nicht so richtig rausbekommen. Jo. Ansonsten, was auch ziemlich geil an dem Spiel ist, unten rechts auf der Minimap sieht man also, wo man ist, wo viel Futter da ist. Und ja, das ist natürlich auch eine viel größere Map als bei Agario, habe ich das Gefühl. Ich weiß halt nicht, wie viele Leute so auf einem Server hier Platz finden, aber ich habe das Gefühl, dass es auch mehr Leute sind. Und ja, ich finde es, wie gesagt, hat einige Vorteile gegenüber Agario. Und hier, ja, war ich zu langsam, hat er mich schön ausgeguckt. Das war ein Highscore von 794, das war halt echt nicht viel. Ich habe es dann natürlich gleich nochmal probiert. Habe am Anfang auch einen geilen Move gemacht, habe gleich ein bisschen fressen können. Und ich finde es aber allem tatsächlich auch schwieriger. Und ich habe auch geguckt, ich steuere es ja hier mit der Maus. Mit den Tasten kann man bessere Wendungen vollziehen, also mit W, A, S, D bzw. den Pfeiltasten. Ja, hier geil, haben wir zum Glück richtig Speed eingesetzt, um den dort auch ein bisschen zu knacken. Jedoch zieht es so komisch nach und das ist mit der Maus halt besser. Ich merke, ich habe auch nach der Aufnahme festgestellt, dass ich in Low Gravity aufgenommen habe. Low Gravity sage ich schon, niedrige Schwerkraft in Low Graphics. Da gibt es auch High Graphics, also ja, ich finde, man merkt den Unterschied. Für Spielen ist es an sich egal, welche Grafikeinstellungen wir nehmen, und zack, boom, habe ich ihn auch sehr gut erwischt. Das sah hier eigentlich noch ganz gut aus, auf jeden Fall in diesem Felde. Ja, ich kann mir vorstellen, dass man das immer mal so ein bisschen casual-mäßig spielt. Ist natürlich jetzt schwierig, ihr seht es ja auch, ich habe das schon ein bisschen geschnitten, hier tatsächlicherweise die ganze Zeit live reinzugehen, das ist einfach nicht möglich. Wir hatten hier wieder einen im Sprintduell besiegt und haben auf jeden Fall schon eine längere Schlange als im ersten Match. Und ja, mein Ziel war es ja natürlich, den Highscore zu knacken, den ihr noch nicht kennt. Ja, müsst ihr noch ein bisschen weiter schauen. Ich überlege auch, wie ich Schlangen allgemein finde, weil eigentlich finde ich sie schon ziemlich coole Tiere. Aber, sag ich mal, wenn ich so in der Wildnis jetzt bin und ja, da hätte ich echt Ehrfurcht davor, so eine Schlange zu sehen, weil es gibt ja nun mal viele Arten und man weiß halt auch nicht unbedingt, welcher man gegenübersteht. Ich finde, die sind ziemlich gefährlich. Hier hatte ich irgendwie richtig viel Glück. Also da war ich beim Spielen richtig verdutzt, dass ich da nicht gestorben bin. Aber ich nehme das natürlich mit auf dem Weg zu meinem Highscore. Eieiei. Ja, wenn es jetzt so warm ist und man schwitzt und dann so Gänsehaut kriegt, dann niest man. Also das Wetter ist natürlich auch geil.
Ja, mal wieder so ein Ding hier, was vor allem wegfliegt. Ich habe es diesmal nicht probiert zu bekommen. Ich bin so immer ein bisschen so der abwartende Typ hier. Hier habe ich mal probiert, ein bisschen Druck auszuüben, aber der hat halt gute, also ordentliche Verteidigung reingebaut. Hier hatte ich auch Schwein, dass ich nicht getroffen wurde. Wäre richtig ärgerlich gewesen, so ein Klein. Ich habe das echt mal gesehen in meinem zweiten Spiel auch, wie ein richtig großer da gegen einen Kleinen gefahren ist. Also der war doppelt so groß, glaube ich, wie ich. Und der ist in so einen gefahren, der war vielleicht ein Drittel so groß wie ich. Und der hat sich natürlich gleich hochgepusht, ganz klar. Bei Agario war ja auch so ein bisschen das Problem, dass man oftmals gegen so Teams gespielt hat. Also Leute, die immer zusammengespielt haben, haben sich abgegeben, verkleinert, damit man schnell war, haben sich dann wieder vergrößern lassen und so. Manchmal sogar drei Leute. Du hast es halt nicht geschafft, auf den Server irgendwie auf Platz 1 zu kommen. Ich vermute, hier gibt es es auch. Hier gibt es ja auch schon solche Bots, also Schlangen, die immer automatisch spawnen und fahren, was natürlich gut ist für die anderen, die sich die gönnen können. Hier habe ich einen wieder schön abgeholt und ja. Also Richtung Highscore definitiv war ich hier richtig nice unterwegs. Also ich denke mal, dass es sowas hier auch geben wird. Aber ja, ihr könnt ja auch mal schreiben, was ihr besser findet. Agario oder Slither.io. Wie gesagt, schreibt mal euren Highscore in die Kommentare rein. Ja, und hier bin ich gestorben, weil ich einfach zu viel wollte. Der Highscore hier 2304, glaube ich, war das. Das ist noch nicht mein Highscore, den ich bisher hatte. Also ich habe es bisher auf 3000 geschafft in meinem ersten richtigen Spiel nach dem ersten Probeding. Aber naja, was soll es. Das war es dann erstmal von mir. Haut rein, macht da tschüss und Servus, euer Basti.